Hallo? Hallo? Ich schreib dir jetzt kurz die Scheiße, ja? Ich hab dir schon eine Anfrage gesendet. Nein. Du heißt doch D. Ah, nichts sagen jetzt hier. Du heißt Exe95. Ja, Mann, Bruder. Nee, du hast ja keine Anfrage. Doch, hast du. Sorry. Du musst das Spiel ja auch starten. Ja, mach ich jetzt auch. Du kannst mir dann einfach beitreten. Die Lobby ist frei für Freunde. Ja. Was? Zipfelwedler? Geil. Paul? Paul? Oh. Hallo. Dumme Sau. Das ist Paul. Ihr könnt ihn nicht sehen, weil er ist schwarz. Karim. Oh, Karim, sorry, Alter. Ich möchte aber mal so klingeln kurz. Die, es hat geklingelt. So, komm rein. Bist du drin? Du Penner, ich versuche dich dauernd zu adden, aber nein, Excel ignoriert mich. Hä, weiß er jetzt, wie ich heiß? Ah, oh, scheiße. Ah. Oh. Mies. Paul? Oh, mein kleiner Schatz, hä? Ja. Hallo. Hm? Ja, wie geht es dir? Gottes Willen. Und wer war's? Das war der kleine Bruder von einem meiner besten Freunde. Was macht er bei dir? Der wollte Cheetah-Kohle haben. Nice. Ja, hier, Ich hab das Spiel gestartet. Das ja, und gut. Jetzt? Ja, ich join dir gleich nach. Ja, okay. Gut. Es geht nicht darum, dass ich keine Freunde haben will auf Uplay. Es geht halt darum, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Real-Freunden so spiele. Also jetzt mit Leuten, die ich halt wirklich so gut kenne, mit denen ich das zusammenspielen möchte, und dann die ganze Zeit irgendwelche Leute nachjoinen und du eigentlich gar nichts Böses möchtest, aber du einfach die Leute rauswerfen musst, dann ist das schon scheiße irgendwie. Ich treffe die von hier. Jetzt haben wir noch alles neu. Wow! Was? Wow! Was ist passiert? Boah, Junge! Ja? Hä? Ich will einfach nur mit dir reden, Excel. Ja, aber Felix, du siehst ja, dass ich gerade live bin, oder? Du siehst das doch gerade. Würdest du das machen? Wenn du jetzt live wärst, ja? Würdest du dann gerne mit Menschen, die du nicht kennst, die total fremd für dich sind, möchtest du diese Menschen in deinem Livestream haben, wo alles, was gesagt wird, unwiderruflich im Internet ist? Möchtest du das? Ich möchte das nicht. Nein! Wie lange dauert das denn, zum Ubisoft-Server zu verbinden? Eigentlich nicht so lange. 30 Sekunden ungefähr. Ah, jetzt, okay, gut. Siehst du? Einfach nur Geduld haben. Nice. Oh, lol, ich habe. Es gibt Kisten? Danke, Jonas. Was? Das heißt, seit wann gibt's Kisten? Was für Kisten? Ich habe noch eine Spec-Ops-Kiste und eine Ghost-War-Kiste. Hä, wie kann ich will das auch aufmachen. Inventar und dann siehst du unten links Schlachtkisten. Oh, hab ich auch. Was ist da drinne? So, was ist das erste? Einen epischen Helm? Ja, was zum Teufel? Ricks Brille? Baseballschlag. Und irgendwie so eine Tarnung. Pixels-Tarnung?
Und Ghost Warrior. Nice, gefällt mir. Was habe ich in der anderen drin? Der Felix, der. Doch, ja, okay, aber es kommt ja darauf an, was man sagt und somit im Internet bleibt. Ja, Felix, da hast du recht, aber ich kann ja vorher nicht wissen, ob du korrekt bist oder nicht, weil ich dich nicht kenne. Ja, das kann ja alles sein, dass du korrekt und ich möchte deine Korrektivität oder wie das heißt nicht in Frage stellen. Aber ich will dir einfach nur sagen, im Prinzip ist mir das egal, ob du das verstehst oder nicht, weil du fragst mich, warum ich das nicht mache im Steam und ich sag dir das. Ich mache das aus diesem Grund nicht, ja. Da kann kommen, wer möchte. Wenn mir die Sicherheit nicht gegeben ist, dass die Person korrekt ist, dann werde ich mit der Person on Stream auch nicht sprechen. Oh, Desert. Nice. Wie lange ich auf Stream? Boah, eine Stunde oder so. Nikita, wie sieht es jetzt aus? Kommst du jetzt rein oder? Gerade kam irgendwie ein Fehler, dass die Dienste nicht verfügbar sind und das Game Warum? Ist abgekackt. Ich glaube, das ist wegen dieser Version. Nein. Was? Es gibt keinen Freaks, nur fragt fürs nächste Mal. Ah, danke schön. Ja, das, ich habe mich schon immer gefragt, ne, wie das heißt. Aber du hast mir jetzt die Antwort. Dankeschön. Ne, Dankeschön. Du musst bei Uplay gucken. Ey, der Lambo steht hier immer noch hinten dran. Ja. am Spiel teilnehmen. Bist du jetzt im Spiel drin? Ja, nochmal Verbindungsaufbau mit den Servern. Das dauert irgendwie voll lange bei mir. Schade. Schade. Und jetzt? Und jetzt? Was jetzt? Ja, ob du jetzt drin bist. Ja, du wirst doch sehen, wenn ich drin bin. Oh, Felix, er hat geschrieben, Felix, anscheinend bin ich nicht korrekt genug. Felix, wo soll ich das denn wissen? Ich kenne dich nicht. Das, was du jetzt machst, das ist kindisch. Das ist einfach nur kindisch. Das ist sowas von kindisch. Ihr könnt ja weiterspielen. Guck mal, genau, Benedikt. Und jetzt spätestens jetzt ist für mich so der Punkt gekommen, wo ich weiß, dass der Felix ein bisschen kindisch ist und dass ich mit dem Felix nicht reden möchte on Stream. Genau das ist der Grund. Jetzt weiß ich das. Dieses Verhalten. Was ist das für ein Verhalten? Ich habe nie gesagt, dass du nicht korrekt bist, Felix. Ich habe nur gesagt gehabt, dass ich das Risiko nicht eingehe. Nee. Das ist. Nee. Nein. Hallo Vater von Marcel. Mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt komplett. Ich hab da. Nee. Nein. Nein. Mein Kaffee habe ich jetzt getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Wer hat da gelacht? Wer hat da gelacht? Ich. Warum? Ich muss mir kurz Charakter erstellen. Was hat der Felix noch geschrieben? Warum ich gehe nicht heulen? Was? Warum ich gehe nicht heulen? Nee, aber wir können doch reden. Ich antworte doch nur. Doch, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob du korrekt bist. Ja, Felix, ich habe gesagt. Ah, danke, anderer Felix. Felix, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob du korrekt bist. Etwas in Frage zu stellen heißt nicht, dass es nicht so ist. Ja, nur weil ich sage, ich weiß es nicht. Ja, beziehungsweise das war ja nicht mal in Frage stellen. Das war einfach nur, ich kenne dich nicht. Ja, ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja.
Axel? Hm? Weißt du, wo die MK14 ist? Ja. Ich auch. Oben bei Koani. Wo wir schon waren. Ganz oben. Da ist die ungefähr. Ich hab markiert. Okay. Oh, da können wir auch noch da oben noch eine ACR holen, theoretisch. Ja. Ja, die ist auch noch da rechts daneben. Schön, Danny. Welche Schwierigkeit habt ihr? Keine Ahnung. Ich glaube normal. Schauen wir gerade nach. Ja. Wir warten hier auf dich. Nee, Felix, nein! Nein! Nee, Felix, nein! Nee! Nee! Nee. Was heißt denn Durchziehen mit Abnehmen? Das ist 0,1% Fettjoghurt! Ist das dein Ernst, Mama? Ist das dein Ernst? Ich könnte mir auch ein bisschen Staub mit Leitungswasser machen, ja? Königer Frischbrötchen, Beste. Beste. Mit ja, wie sieht's jetzt aus, Niki? Ich join gerade nach. Ich join gerade nach. Komm da jetzt rein. So, bin. Erster, erster. Nein, doch. Ja. Oh. Was willst du denn jetzt machen? So. Hallo. Ja, hallo. Komm jetzt, Junge. Ah, wir brauchen jetzt Auto, ne? Weil wir sind jetzt Helikopter dritt. Am besten. Nikita fährt. Ich fahre, okay, let's go. Nice. Ich nehme das Motorrad. Hier, okay, komm. Lass doch den Schwarzen jetzt ins Auto. Ja, echt so. Ist ja wie in Russland die Straßen, Alter. Mhm. Das war eine Frauentausch. Und in Afrika, aber ich glaube in Afrika noch ein bisschen schlechter. Komm drauf an, wo du bist in Afrika. Wenn du also hier, jetzt in der Wüste bist, dann ist es kein Wunder. Ja, wie kann man das Radio ausmachen? Lass das Radio doch an! Weißt du diese Latino-Mexico-Scheiße? Mexico! Mexiko. Also wir sollten eventuell zum Helikopter erstmal fahren, ne? Da vor uns ist. Vor uns ist ein Helikopter. Jetzt links. Nach links? Junge, ja, du sollst einfach nur rechts der Karte folgen! Soll ich jetzt der Karte folgen? Ja! Unten rechts der blaue Wegpunkt!
Ich hab nur diesen orangen Wegpunkt. Oh, weil der noch in der Mission. Junge, brech die Mission ab! Wie kann ich die abbrechen? Alles schon wieder vorbei. Ja, fahren wir geradeaus, fahr geradeaus. Fahr erstmal geradeaus und du siehst ja irgendwo rechts die Straße ab. Da gehst du erstmal dann hin. Ja? Zum Helikopter. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Nicht da einfach reinfahren. Ich weiß nicht, ob da Gegner sind oder nicht. Junge, ist das dein Ernst? Bruder, was ist los? Drohne fliegt. Ja gut, hier sieht's clear aus. Da sind doch welche. Ja, was sind das? Sind Freunde. Also, dann Freunde, okay. Ich bin der Pilot. Der trollt doch gerade rein, oder? Wer denn? Niklas! Für den Cheesesteak. Niklas, ich kann nur Sachen kochen, die sich mit meiner Diät vertragen. Ja, hallo! Deep throate mal die Banane. Obstsalat könnten wir auch mal machen, ne? hallo, wir müssen zu A. Zu A. Was ist denn bei A? Bei A ist ein MG und, da ist auch ein Helikopter. Ja gut, dann machen wir erst deins. Okay. Machen wir erst deins. Ja, das ist ja die MK14 da hinten. Was? Die MK14, die Sniper. Ja, die holen wir uns jetzt. Ja. Nice. Ja. Quad for Nation, Dankeschön für den VIP! Was? Diät bringt eh nichts, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. Freunde, ihr versteht das ganz falsch. Ich habe früher ungesund gefressen und gesoffen. Und momentan esse ich gesund und saufe. Das ist ja eine Verbesserung. Und es geht ja im ersten Jahr geht es ja erstmal darum, was zu verbessern. Ja? Gut. Ja, aber da, wo wir jetzt hinfliegen, ist wahrscheinlich wieder Flugabwehr. Ja, richtig. Deswegen fliege ich so hoch. Marcel Spahn hat heute Geburtstag. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe, aber Toso335 hat heute Geburtstag. Wünsche mal bitte alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Toso hat heute Geburtstag. Alles Gute, Mann. Alles Gute. Ehrenmann. Ehrenmann. Toso hat heute Geburtstag. Ich fasse es nicht, ja. Herzlichen Glückwunsch, alle. Kommt! Du hast, echt einen tollen Sohn. Ja, dein Sohn, okay, der ist ja eher weniger, darüber unterhalten wir uns jetzt nicht im Stream, ne? Ich würde jetzt sowas von zum Arbeitsamt schleppen, ne? Was? Hallo XX, Livestreams XX. Dankeschön. Ja, hier ist ja noch irgendwo ein Heli, oder? Dankeschön. Ja, aber ein feindlicher Heli. Der Marcel würde bei mir zu Hause nichts zu fressen bekommen, dass er entweder eine Maßnahme beim Amt bekommt oder einen Job. Ja, Kenny, danke! Ey, wie kann ich eigentlich meine jetzige Mission ablehnen, so gesehen, oder halt wegmachen? Google mal, geht ich das? Hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Yeah. Eventuell, wenn du I drückst und dann da bei Mission oder sowas, ich weiß es nicht genau. Ich kann das gerade nicht machen, weil ich am Fliegen bin. Ja! Benutze meinen Magen wie einen Mülleimer. Ey, ich wünsche mir keine Krankheit oder so, aber ich hätte gerne so eine Schilddrüsenüberfunktion. Immer fressen, was man will, und man wird einfach nicht fett. Assassin's Creed könnt ihr doch ab 0 Uhr eigentlich spielen, oder? Oder nee, ab 1 war das, glaube ich. Boah, ich freue mich so auf. Also ich kann mir das schon vorstellen, die Leute, die jetzt irgendwie so das erste Mal dieses Spiel spielen und darauf so lange gewartet haben, die kriegen solche Augen. Weil es hat mich einfach überwältigt. Es hat mich einfach nur überwältigt.
dieses Spiel, das ist Tschüss Nikita. Was? Ja. Warte, warte. Wir können rausspringen, du nicht? Das fände ich jetzt nicht okay. Soll ich jetzt rausspringen? Ja, mach doch. Okay, komm rein. Nein, 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 warte. Das ist zu spät. Ich kann nicht mal sitzen. Ey, wie kann ich rausgehen? Wie kann ich rausgehen? Gar nicht. Ich hasse euch. Ich hasse euch, Digga. Was ist los? Ich bin mitten von dem Ding gelandet. Oh, fuck. Ich hab's überlebt. Wie, du hast überlebt? Ich hab's überlebt. Ja, Excel, ich bin noch in der Luft, ja. Ja, aber du kannst hier nicht landen, da ist alles voll. Was seid ihr blöden Bastard, oder? Ach du Kacke, das Kacke. Ist ja richtig, richtig Party. Das ist ja richtig Party, Alter. Und du bist ja sicher, dass da die Waffe ist? Yep. Junge, ich geh safe drauf. Ja, ich weiß. Jetzt sind da aber keine Gegner mehr, ne? Doch, hier. Oh, Buck, der ist genau hinter mir, lol. Ah, hier ist ein Gegner. Felix, danke schön, aber du musst echt aufhören, immer alles persönlich zu nehmen, ja? Danke. Da ist die Waffenkiste. Hast du gefunden? Eine Markierung, damit ja, Mann. Die Rebellen den Nachschub finden. Nice. Lass mal auswählen. Ich bin auch mal auf dem Weg. Ja, die hat weniger Schaden und weniger präzise. Aber es ist wahrscheinlich so wie die Mini im PUBG, denke ich mal. Ja. Ich nehme die, ich brauche den Sniper. Was? Vollautomatik hat die? Ich glaube, ich weiß es nicht. Kann man, glaube ich, umschalten. Wie geil ist das denn? Hast du das Dokument schon genommen? Ja, ne? Ich sehe eine Waffenkiste. Ich? Nee. Okay. Ich hab das Dokument genommen. Okay. Junge! Ah! Was? Das ist eine vollautomatische Sniper! Ja gut. Inventar checken. Aber ich glaube ich erstmal trotzdem bei der HTI, weil ich mag das irgendwie. Dieses Einzelzugverfahren. Ich fahre. Achso, jetzt fahre ich. Nein, ich will nicht fahren. Ich will auch nicht fahren. wir müssen nach hier, da können wir uns ein Heli greifen. Ja. Nee, du weißt ja, wie ich fahre. Da, ja. Und das will keiner. Alle warten ich komme, auf dich. Ich komme. Mahlzeit. Ich habe nur die Waffe ausgewählt. Ihr müsst mir den Wegpunkt zeigen, oder wo es ja, halt warum? Der Wegpunkt ist doch markiert. Blau. Ah. Das einfach zum A. Einfach zu A. Du bist immer noch in der falschen Quest drin. Ja. Ja. Ich guck mal kurz in der Zeit, wie du das rausmachen kannst, ja? Schinkenröllchen in Tomatengemüsesoße. Ich muss dir sagen, Schinkenröllchen, da bin ich ganz schwer vorbelastet, weil meine Ex-Freundin, die hat das immer gemacht und die hat das richtig gut gemacht und deswegen will ich das nicht essen. Das erinnert mich, nee, im Ernst, das erinnert mich immer an meine Ex-Freundin, das will ich nicht. Ja, okay, das ist, bist du gerade echt gegengefahren? Hm. Ey. Ja, du musst auf die andere Seite. So. Ja, unser Heli, der ist kurz vorm Ende. Ja. Hör bitte auf zu flennen, Ecki. Nein, ich meine das ernst. Ich esse keine Schinkenhackbällchen mehr, weil mich das an meine Ex-Freundin erinnert. Ich will nicht fliegen, Mann. Ja, okay, es geht. Daniel! Ich glaube, ich werde mir nachher nochmal seinen Stream angucken. Wurde denn auf YouNow oder was?
Ja, Mann, ich feiere den. Ich bin ja richtiger heimlicher Rainer-Fan. Ja, also, naja. Ich meine, mein Leben ist ja schon verkorkst und ich komme nicht auch bei denen klar. Und ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Aber wenn ich dann mal so Rainer sehe, dann denke ich mir so: Ey, Axel, du bist schon ein richtig fettes Rindvieh. Alle Menschen hassen dich, aber den Status Rainer, den wirst du wahrscheinlich niemals in deinem Leben bekommen. Und da bin ich ein bisschen, froh drüber. Verständlich. Da, ne? Bin ich, nee, ja, ist, da bin ich echt froh drüber. Kann ich irgendwie so Videos ausschalten, die mir empfohlen werden? Bei was? Wir werden die ganze Zeit links so Videos empfohlen. Das wo Video denn? Verfügbar und dann muss ich M drücken. Achso, das was? Ist. Das gehört zum Spiel. So. Russische Pelmeni, was ist das denn? Das sind, ach so, Pelmeni, ja. Pelmeni, das ist sowas wie Teig und Fleisch drin. Ja, Teigtaschen mit Fleisch. Aber halt kleiner. Aber es ist übelst aufwendig, wenn man es selber machen will, ey. Ich habe das zweimal selber gemacht, das ist so aufwendig. Geht klar. Bald gibt's Excel-Fest bei mir in Frankenthal. Ja, weil ich ziehe dann eh nach Berlin, dann lassen wir ordentlich schon mal die Sau raus am letzten Tag. Wir reißen ja alles komplett auseinander. Ja. Ey, Schatz! Kannst du mich mal bitte mit dem Kissen abwerfen? Ja, warte! Hm. Etzela, meine Freundin aus der Schweiz. Wie heißt sie? Danke, Schatz. Die haben nicht geglaubt, dass ich eine Freundin habe. Janine. Oh, wow. Boah, Schatz, jetzt war mal gut. Ja. Ja, lustig, Schatz, ja. Excel. Wenn deine Küche aussieht, Mama, mit Dresden 45. Vorkriegszeit und Nachkriegszeit. Also eher Nachkriegszeit. Excel. Ja? Ist die Freundin aus der Schweiz zufällig Janine? Weiß ich gar nicht. Wie heißt die Alte von ihm? Die Pseudo-Alte. Ja, Tobi. Time to say goodbye. Oh, ihr seid wieder, ihr macht wieder so einen 30er Move, ne? Ich schwöre. Du fliegst egal. Alleine im Helium, du gehst drauf. YOLO. Hass dich, Digga. Gut, dass ich, ich kann auch, ja, stimmt, ich kann ja aussteigen. Scheiße. Hau rein. Du was. Oh, Mann. Trotzdem sind wir schneller unten als du. Mega. Als ich? Nee, als er. Als er? Ja. Oh, ich bin voll gegen die Wand gefallen. Ich auch. Ich bin aber falsch auf. Ich bin falsch gefallen. Ich bin auf der falschen Wandseite. Ey, da ist sogar ein neuer Heli, da können wir direkt aufstocken. Natürlich.